was nicht besonders viel ist bei den meisten. Aber sie haben auch die Zauberbücher, wenn es denn Zauberer sind, oder Charaktere, die in der Lage sind, Zauber zu sprechen, weil Zauberer ist ja wieder was anderes, ne, Talana? Und ein Ring, der eine zufällige Eigenschaft hat. In diesem Fall gar nichts. Aber der Ring kann gleich bei ihr bleiben, denn sie ist ja unsere Händlerin. Weil sie die Klerikerin ist. Das heißt, alles, was gleich überschüssig ist, verkaufen wir einfach, um unser Gold ein wenig aufzufüllen. Denn 200 Gold ist echt nicht viel. So, was haben wir an Zaubersprüchen? Einmal Segen und einmal Heilen. Ich probier's gleich mal. So, du hast auch noch eine leere Flasche und eine gelbe Regenz. Reagenz hier, meine ich. Allgemein, das Alchemiesystem ist auch sehr schön. Also wenn man jetzt eine gelbe Reagenz nimmt und die da reinschmeißt, hat man einen gelben Trank. Wenn man eine rote Reagenz nimmt und reinschmeißt, hat man einen roten Trank. Wenn man einen gelben oder einen roten mischt, hat man einen orangenen Trank. Und dann kann man die noch miteinander kombinieren. Es gibt ja insgesamt 4-5 Stufen, wo man tierisch viel rausprobieren muss. Das macht irre Laune. Verlangsamung. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Intellekt plus 1, das bekommt doch mal Talana. Toll. Wie kann ich den benutzen? Ja, Talana. Toll. Wie kann ich den benutzen? Oh, eine leere Flasche und eine blaue Regenz. Intellekt ziehst du an. Du hast nichts, kannst verkauft werden. Allgemein, wir haben einen Slot für Brust, einen für Schuhe, einen für Umhang, einen für Helm, einmal für Hand, für Schildhand, für Handschuh, für Amulett und 6 Ringe. Also gut was zum Ausrüsten. Was hast du noch? Nix. Kann auch verkauft werden. Das ist hilfreich. Ja, das ist es wohl. Und apropos Zauber. Wir sollten gleich schnell Zauber festlegen. Also allgemein, A ist Attack. Wenn man keinen Zauber hat, wie zum Beispiel, er hat keinen wirklichen Kampfzauber am Anfang, dann wird er eigentlich nur attackieren. Wenn er einen Bogen hätte und kein Gegner in der Nähe ist, also im Nahkampf, würde er mit A auch auf den Gegner schießen mit dem Bogen. Aber Bogen zu lernen ist ein bisschen teuer momentan. Mit S würde ein vorbereiteter Zauber gesprochen werden. Das können wir aber nur bei Talana und Lunanera, glaube ich, machen. Das heißt, wir gehen kurz ins Zauberbuch, gucken, was die so haben. Feuerstrahl ist ein aggressiver Zauber, Fackellicht macht einfach nur Licht und Giftnebel ist ein aggressiver Zauber. Den klicken wir hier auf Standard. Schon fertig. Und wenn wir jetzt mit ihr S drücken, wird sofort der Spruch gesprochen. Das heißt, wir müssen nicht großartig im Inventar rumsuchen oder im Zauberbuch oder sonst irgendwas. Und wir werden es auch sehr häufig machen. Also später, wenn alle Angriffszauber haben, dann werden wir eigentlich nur noch S drücken und rückwärts laufen. Das ist so die Standardtaktik. Aber gut, Lunanera, du hast keinen Angriffszauber. Nur einmal betäuben und einmal verlangsamen. Was nur begrenzt Sinn macht, denn meistens hat man mit richtigen Monstermassen zu tun. Und denn ein Verlangsamen macht keinen Unterschied. Du vielleicht? Heilen, Schwäche heilen, Segen, Leben aufspüren. Nein, auch kein Angriffszauber. Das heißt, nur sie kann jetzt Schaden über Distanz verursachen. Das ist ein wenig unpraktisch. 2 Rationen gefunden. Ja. Allgemein, man kann auch sehr viel mit der Umgebung interagieren. Also hier steht jetzt Baum. Wenn ich raufklicke, passiert nichts. Aber das ist nicht bei allen Bäumen so. Also es gibt auch sehr viele versteckte Sachen. Und wenn man da dann zufällig raufklickt, kriegt man irgendeinen Boni. Oder man ist plötzlich tot. Oder versteinert. Oder man beschwört einen Genie. Oder was weiß ich. Also es lohnt sich auch in Dungeons sehr viel in Ecken zu gucken und Kandelabras anzuklicken und so weiter. Und das macht richtig Spaß, sie dann nach und nach zu erforschen. Hier haben wir jetzt aber die Kiste. Mit Gold, 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 Gold. Einem Dolch, der verkauft werden kann. Einem Bogen, den ich sehr gerne benutzen würde. Aber Haken am Bogen ist, wir haben keine Bogenfähigkeit. Blauer Trank kommt zu Druiden, gelber Trank kommt zu Druiden. So, also wir sollten möglichst schnell Gold machen. Wir könnten versuchen, die Ringe, die wir haben, zu verkaufen. Hier haben wir eine Trainingsschule. Sobald wir noch Erfahrungspunkte haben, klicken wir auf Attribute. Momentan haben wir 277. Unten steht, ihr braucht 723 mehr Erfahrung für die Ausbildung zu Stufe 2. Das heißt, wenn wir ganz viele Gegner töten, werden wir nicht automatisch aufgestuft. Nein, wir müssen erst in eine Trainingshalle und da dann Geld ausgeben, um auf die nächste Stufe zu kommen. Das ist nochmal eine Möglichkeit, Geld loszuwerden. Sogar eine ziemlich teure später. Aber das braucht noch Zeit und Gold, wie gesagt. Wir wollen jetzt erstmal unsere Sachen verkaufen. Was bist du? Initiierten Gilde der Seele. Hier könnten wir also Seelenmagie-Sprüche kaufen. Wollen wir aber nicht. Die blaue Flasche, das wird ein Alchemist sein. Das da sieht aus wie ein Magiebedarf.
Genau, Zauberer-Smaragd. Kann ich euch helfen? Klick. Und hier können wir jetzt sowas wie Ringe, Zaubersprüche, Rollen und dergleichen verkaufen. Verkaufen für 28, aber für dich mache ich 36 Gold raus, weil sie halt die falschen Fähigkeit hat. Und je höher der Skill ist, desto mehr Gold kriegen wir. Also sollte es recht schnell gesteigert werden bei ihr. Verkaufen, 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 verkaufen. Den will er nicht haben. Aber das ist auch wichtig, bei welchem Händler er ist. Also nicht jeder Händler kauft alles. Was ein schönes Detail ist. Wir könnten auch hier Sachen kaufen. Soll für jeden Umhang und dergleichen, aber nee. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich will zuallererst alle meine Charaktere mit Bogenschießen ausstatten. Dass, wenn sie keinen Mana haben oder keine Angriffszauber, sie wenigstens schießen können. Weil wir werden doch recht schnell in recht starke Kämpfe geschmissen, sogar hier am Anfang schon. Und da muss man vorbereitet sein. Also, hier rein. Guten Tag. Darf ich helfen? Zum Waffenschmied. Der Waffenschmied bietet halt Waffen an. Später sind die Waffenschmiede auch spezialisiert. Das heißt, in einem Dorf gibt es dann einen Waffenschmied, der verkauft nur Speere. Und wenn man ein Schwertkämpfer ist, dann hat man halt Pech gehabt. Da muss man in die nächste Stadt gehen und gucken, ob da vielleicht ein Schwertexperte ist. Und die werden auch alle paar Wochen oder sogar Tage neu ausgestattet. Was auch interessant ist, das heißt, man kann natürlich später auf Shoppingtour gehen, wenn man ganz viel Gold hat, um dann die bessere Ausrüstung zu finden. Also ja, man kann Waffen kaufen, Standardausrüstung oder auch besondere, die einfach eine höhere Stufe haben und mehr Schaden machen oder teilweise auch magisch sind. Aber wir würden gerne hier eine Fähigkeit lernen, und zwar Bogen. Raus, raus. Und er kann den Bogen ausrüsten. Sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt mit ihm A oder S drücke, wird er jeweils den Bogen schießen. Oder im Nahkampf angreifen, wenn ich A drücke und ein Gegner in der Nähe ist. Was haben wir hier? Ein Brunnen. Vom Brunnen trinken. Erfrischend. Der macht gar nichts. Und auch bei keinem unserer Helden. Brunnen gibt es sehr viele verschiedene. Also es gibt welche, die Mana bringen. Es gibt welche, die 50 Feuerresistenz vorübergehend. Die Resistenzen bringen, die Lebenspunkte wieder auffüllen, die Mana wieder auffüllen, die einen versteinern, die einen vergiften, die einen krank machen, die einen verjüngen, die einen altern. Das ist der Wahnsinn. Da gibt es echt tierisch viele. Was machst du? Trefferpunkte? Ja. Zauberpunkte. Sehr schön. Also merken wir uns, da hinten ist Feuerresistenz. Da sind Lebenspunkte, da sind Zauberpunkte. Goodie. Und jetzt sollten wir versuchen, ein paar Gegner umzubringen. Also ich weiß, in der Richtung sind Feuerfliegen. Und zwar richtig, richtig viele. Also wir versuchen uns jetzt denen zu nähern. Da hinten bewegt sich schon was. Ich habe jetzt mit Rechtsklick auf den Monster mal raufgedrückt. Dann sieht man so eine Übersicht, was der so kann. Da wir aber keine Fähigkeit haben, im Monster erkennen, ist da überall noch Fragezeichen. So. Enter ist gedrückt. Wir sind im rundenbasierenden Modus. Das heißt, unsere Helden sind jetzt nacheinander dran. Und dann können die Gegner sich bewegen. Lunanera kann nichts machen. Du kannst nichts machen. Also hau ich mir beide in die Luft. Du kannst schießen. Hast du nicht getroffen. Und du kannst deinen Zauberspruch sprechen mit S. Triffst aber nicht, weil die Gegner über so einem Hügel stehen. Das ist ärgerlich. Okay, gehen wir mal näher ran. Die Faust heißt, wir haben jetzt 5 Schritte, die wir gehen können. Das heißt, ich gehe mal 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir später auch ganz gut benutzen, um rückwärts zu gehen, langsam und dabei Zaubersprüche zu schießen. Was denn richtig stylisch ist. Oh ja. Erste Drachenfliege tot. Sehr schön. Allgemein, fast jeder Gegner droppt auch Gold. Also selbst diese Fliegen hier. Was nicht unbedingt realistisch ist, aber was Tiere Spaß macht. Denn man plündert die Leichen selber. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Es ist nicht so, dass man Gegner umbringt und man kriegt instant Gold ins Inventar geschoben. Nee, man muss richtig von Hand raufklicken und das einsammeln. Klick. 6 Goldmünzen. Und das finde ich recht schön. Das macht Spaß. Vor allem, wenn man nachher Tonnen von Gegnern umgebracht hat, die ganze Prärie ist voller Leichen und du läufst dann da durch und drückst immer Leertaste, um die zu plündern. Das ist irgendwie... Weiß auch nicht. Macht ja auch, ne? Das tut irgendwie weh. Oh, ich sollte mal einen rundenbasierenden Modus wechseln. Allgemein, wenn wir später stark sind, dann müssen wir den rundenbasierenden Modus nicht so oft benutzen. Dann laufen wir einfach durch, drücken die ganze Zeit S und alles fällt tot um. Aber jetzt gerade am Anfang ist es schon wichtig, ein bisschen taktischer vorzugehen. Also du haust mit A, du zauberst mit S. Au! Konntest du nicht, okay. Du heil mal bitte sie. Du machst deinen Giftbolzen. Du bist gleich tot, sehr gut.
du aus den. Komm schon. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Zwei Stück Leben noch. Dau. Au. Treffer. Das Problem ist auch, die fliegen auch weg, wenn sie viel Schaden genommen haben. Und wenn ich allgemein nur S drücke als Schnellzauber, dann schießt das auf den nächstgelegenen Gegner. Wenn ich wirklich gezielt einen anvisieren will, wie zum Beispiel den hier, der angeschlagen ist, müsste ich extra ins Zauberbuch gehen. Was ich denn meistens also lasse. Das tut irgendwie weh. Das tut irgendwie weh. Oh, genau, da, der haut gerade ab. Und tot, sehr schön. Ich bin dafür, wir ziehen uns kurz zurück. Schauen, ob uns jemand verfolgt. Ja, da. Und bringen ihn ganz schnell um. Denn wenn wir hier durchlaufen würden durch die Stadt, wo hier auch überall NPCs sind, wie zum Beispiel der hier, dann greifen die Fliegen die NPCs an und töten die. Was auch zum Vorteil sein kann, wenn man eine böse Gruppe spielt. Dann könnte man einfach die Fliegen hier reinlocken, die Fliegen bringen alle NPCs um und man plündert dann die NPCs. Die haben nämlich auch Gold dabei. Aber wir wollen eigentlich eine gute Gruppe spielen. Das heißt, wir bringen jetzt die Fliegen alle um und schützen die Dorfbewohner. So, die Anzeige ist auf grün gewechselt. Das heißt, keine Gegner mehr in der Nähe. Rundenbasierender Modus aus. Klick. 113. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Aber erstmal würden wir gerne unsere Mana auffüllen. Und so. Lebenspunkte auffüllen. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Allgemein ist sehr viel Grinden bei Might & Magic 6 bis 10, könnte ja nicht schon fast sagen, mit drin. Aber es gehört halt zum Spiel dazu und macht, finde ich, auch ziemlich Spaß. So, da hinten kommen wieder welche. Oh, da kommen ganz schön viele. Warte mal, du Zauber mal. Ach, du hast keine Luftmagie, schade. Mit Luftmagie gibt es nämlich einen Zauber, der nennt sich Zauberers Auge oder Wizard's Eye. Damit sieht man die Gegner auf der Minimap oben rechts. Das hilft dann doch schon einzuschätzen, wie viele Gegner gerade auf einen zustürmen. Komm, ein, zwei oder so. Das da hinten sind alles Gegner. Diese kleinen Bewegungen da hinten. Komm her. Oh, da kommt was. Okay. Piu, 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 piu. Au. Oh, au. Das tut irgendwie weh. Oh, 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 was werden viele. Was zur Hölle? Okay, wir sollten uns eigentlich zurückziehen. Unten sehen wir uns an. Okay. Wir haben einen Bogen. Wow, sehr schön, Georgan. Wir haben sie, die versucht, durch eine Wand zu schießen. Das ist manchmal ein wenig glitchy, was die Zaubersprüche angeht. Aber alles in allem passt das schon. Zwei tot. Ich denke nicht, dass wir alle tot bekommen. Und ich kann nicht wirklich weiter zurückweichen, sonst wird die Stadt angegriffen. Hast du nicht irgendwas? Betäuben. Betäubfliege. Hauen, hauen. Hauen. Das heißt, ich denke, ich werde gleich einen Durchbruch wagen und einfach durchlaufen. Und versuchen, die Fliegen von der Stadt wegzulocken. Also runden sie den Moos aus und lauf, 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 lauf. Lauf, Gerogan. Lauf, 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 lauf. Nicht sterben. Nicht sterben. Uah. Das war viel zu knapp. Komm schon, zickzack laufen. Zickzack. Das war jetzt gar nicht gut. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viel Zauber hat. Gibt ihn doch recht schnell um. Weiter, 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 weiter. So lange, bis es grün wird und wir schlafen können. Irgendwas ist immer noch hinter uns. Na komm. Lass mich schlafen. Wir haben 9 Essen dabei. Wir brauchen 1 oder 2. Da ist immer noch irgendwas. Okay, wir laufen einfach in die Taverne rein und hoffen, dass nicht zu viele Dorfbewohner sterben. Weil der Haken ist, wenn wir sterben, verlieren... Ja, der erste Dorfbewohner tot. Und das ist nicht die Taverne. Also wenn wir sterben, dann ist das nicht so schlimm, aber wir verlieren alle unser Gold. Und gerade am Anfang ist das doch ein wenig ärgerlich. So, Taverne. Wir würden gerne ein Zimmer. Genießt euren Aufenthalt. Also wir verlieren kein Essen, müssen dafür aber Gold bezahlen und werden einmal voll
macht mit Lebenspunkten und Mana. Du, eine Fliege, hast mich die ganze Strecke über verfolgt. Das ist doch albern. Eine einzige Fliege. Menno, na gut, du... Hau